Wir sind ganz gut auf Kurs und wir punkten fleißig, haben auch schon Rückschläge hinnehmen müssen. Das kann immer mal passieren, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind und auch überall Punkte holen können. Jeder auf dem Platz und auch außerhalb des Platzes weiß, ich kann einen Fehler machen. Wenn ich einen mache, wird er ausgebügelt. Mein Kollege bemüht sich, den Fehler auszubügeln, egal wer spielt, egal wer ausfällt. Es ist ein Team auf dem Platz und die Leute spüren das ganz genau. Die Fans spüren es ganz genau und auch die gegnerischen Mannschaften wissen, wenn ich nach Hamburg komme, wird es vermutlich kein richtig spaßiger Nachmittag. Ich spüre große Unterstützung für das Team, absolut, von allen Seiten, in der Stadt, im Verein, von den Fans, das spüre ich. Ich spüre auch so ein bisschen Erleichterung, eigentlich ist die Stimmung besser als der Tabellenplatz. Also wir können noch nicht erleichtert sein, weil wir es eben noch nicht geschafft haben. Man kann da auch an den VfB Stuttgart erinnern, der in einer ähnlichen Situation mal war und fast schon gerettet war und dann doch noch abgestiegen ist. Wir müssen noch punkten, aber ich nehme einfach ganz viel Rückenwind wahr. Meine Lieblingsüberschrift wäre, der HSV schafft den Klassenerhalt viel früher als gedacht. Damit könnte ich sehr gut leben.